Tja, was würde jemandem passieren, der das heute in einer Talkshow sagt? Oskar Lafontaine ist hier. Mal schauen, was passiert, wenn Sie es sagen. Herzlich willkommen, Herr Lafontaine. Und es ist Norbert Röttgen hier, außenpolitischer Experte der CDU. Schön, dass Sie da sind. Ja, sagen Sie es, wir müssen die Russen lieben, Herr Lafontaine? Ja, wenn man sich zu den Werten bekennt, von denen wir immer sprechen, dann ist das ja eine pure Selbstverständlichkeit. Dann können wir nicht irgendwelche Leute ausgrenzen und sagen, die lieben wir nicht. Ist ja völlig irre, dass das überhaupt diskutiert wird. Ich bedauere auch sehr, ich habe das auch dort zum Ausdruck gebracht, dass jetzt russische Künstler ausgeladen werden oder so. Wir können doch nicht Frieden auf der Welt finden, indem wir immer ausgrenzen und abgrenzen. Und wir wissen doch auch, dass dort gerade jetzt in der Ukraine viele junge Russen sterben, die gar nicht wissen, was sie eigentlich da sollten am Anfang. Die wurden da einfach in diesen Krieg geschickt. Da ist doch alles grausam. Und dann dürfen wir nicht Gorbatschow vergessen und die deutsche Einheit. Und dann dürfen wir die Kultur nicht vergessen. Also Dostojewski und Tolstoi. Ich liebe Dostojewski und Tolstoi. Ich liebe die russische Musik. Das ist doch alles irre, dass anders diskutiert wird. Ja, aber wir reden gerade nicht von der Nächsten und auch nicht von der Feindesliebe. Auch nicht die CDU, obwohl sie das C im Namen hat. Kann man sagen für den Stand heute, Herr Röttgen, dass diese pazifistische Grundströmung, die ja Deutschland nach dem Krieg sehr lange getragen hat, dass die im Moment mal zu einem Ende gekommen ist? Also jetzt muss ich wirklich ganz grundlegend widersprechen. Mhm. Die christliche Menschenliebe, die jeden Menschen umschließt, auch den Gegner, den militärischen Gegner, den Feind, und zwar als Mensch, nicht ob er auch nicht nur den guten Literaten oder den Schriftsteller oder den Komponisten, sondern jeden Menschen als Mensch. Das ist die christliche Moral, die ihr Recht heute hat und auch ausgesprochen werden sollte. Und darum würde ich niemals sagen, die Russen, der Russe ist ein Feind. Aber Pazifismus als eine politische Haltung ist etwas völlig anderes. Und das darf nicht verwechselt werden. Okay. Auch das kann eine individuelle Haltung sein, die man möglicherweise aus der Feindesliebe, der Menschenliebe ableitet, dass man individuell nicht bereit ist, selbst sich gegen Gewalt zu wehren. Aber als Staat ist es eine unmögliche Haltung, weil der Staat nicht das Recht hat, seine Bürger im Stich zu lassen, ihre Freiheit preiszugeben, ihr Recht preiszugeben. Und darum ist, glaube ich, der Pazifismus auch widerlegt. Er ist als ich respektiere ihn, als individuelle moralische Haltung, aber als politische, als Politik halte ich ihn für widerlegt. Und diese Debatte muss man dann in der Ukraine führen. Und ich glaube, keiner hat das Recht, wenn Krankenhäuser und Kinderkliniken bombardiert werden, wenn ein Land überfallen wird, dieses Land nicht zu verteidigen als Bürger und auch als Nachbar diesem Land nicht beizustehen. Die Frage ist natürlich nur, wie wir unser Verhältnis zu den Russen jetzt gerade auch in dieser Richtung bestimmen. Herr Lafontaine, also wir haben ja gerade vorher den ukrainischen Präsidenten gehört und er hat den Deutschen vorgeworfen, dass wir in der Vergangenheit Fehler gemacht haben in Bezug auf Russland. Die kamen natürlich auch aus dieser Haltung und ich muss Ihnen den Ältestenrat der Linken vorstellen. Die Linke haben Sie zwar gerade verlassen, aber es gibt doch noch wahrscheinlich eine inhaltliche innere Verbindung. Hans Modo hat gesagt, die Frage, wie weit der Krieg in der Ukraine nun ein Einmarsch russischer Truppen ist oder sich als ein innerer Bürgerkrieg der Kräfte in den neuen Oststaaten und faschistischen Elementen im Westen der Ukraine darstellt, steht im Raum. Muss man so sehr die Russen lieben, dass man das so verdrehen kann? Ich meine, viel wichtiger ist die Frage, ob die deutsche Politik in den letzten Jahren falsch war. Was, aber jetzt können Sie trotzdem noch mal auf. Ja, gut, das ist auch angeblich zurückgenommen worden. Ich kenne den Sachverhalt. Ja, es ist inzwischen jetzt gestrichen, aber was man zurücknimmt, hat man ja trotzdem mal gesagt. Ja, ich wollte ja nur sagen, ich kenne den Sachverhalt nicht. Aber eine viel wichtigere Frage ist jetzt ja, ob die deutsche Politik in den letzten Jahren falsch war. Was Herr Zelensky sagt, das muss ich ganz entschieden zurückweisen. Man kann nicht nur aus seiner speziellen Sicht irgendetwas vortragen. Die deutsche Ostenentspannungspolitik hat uns sehr viel weitergebracht. Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir ohne sie die deutsche Einheit niemals erreicht hätten. Und das zeigt ja auch die Kurzsichtigkeit der heutigen Politik. Alles redet jetzt über Putin. Es gab auch Gorbatschow. Erinnert sich noch jemand an ihn? Wir müssen jetzt aber über Putin reden. Ganz wichtig. Es kann ja sein, dass morgen ein neuer Gorbatschow in Russland an die Macht kommt. Dann haben wir also dann alles gekappt, alle Verbindungen gehabt. Welch ein Unsinn. Politik muss langfristig angelegt sein. Dafür werbe ich. Und letztendlich ist es so, man kann nur eben durch Verhandeln, durch Begegnung mit Menschen die Welt friedlicher machen und man muss mit den gleichen Maßstäben. Also Sie sagen, die deutsche Politik hat nicht alles falsch gemacht in der Vergangenheit? Natürlich. Aber ich möchte noch mal klar sagen, wir gehen Putin auf den Leim, wenn wir zu einer Gleichsetzung der
der putinschen Aggression, des Angriffskrieges, den er führt, mit den Russen und dem russischen Volk hier kommen. Das müssen wir wirklich entschieden zurücklegen, zurückweisen. Da glaube ich, habe ich auch nicht anders erwartet. Das dürfen wir nicht. Und wir haben, was Putin anbelangt, und seine Aggression und seine Absichten natürlich Fehler gemacht. Das, glaube ich, meint der ukrainische Präsident. Also da sind Fehler gemacht worden. Das meint er zu Recht. Das heißt also, der Fehler liegt vor allem dann bei den Russen, bei den putinschen Russen und eben nicht bei der NATO-Osterweiterung, wie Sie manchmal sagen. Ja Gott, die NATO-Osterweiterung, da muss ich ja gar nicht jetzt meine eigene Meinung in den Vordergrund rücken. Der jetzige CIA-Chef hat ja gesagt, dass das unnötige Provokationen sind. Nein. Das ist überprüfbar, brauchen wir gar nicht zu diskutieren. So, diese unnötigen Provokationen haben wir ja ständig wiederholt. Und wer heute also über die Situation in der Ukraine spricht, ohne die NATO-Osterweiterung, ohne die Vorgeschichte. Ich selbst war Zeuge 1990, als Baker zu mir gesagt hat, wir werden die NATO-Osterweiterung nicht vornehmen. Man hat einfach das Wort gebrochen. Und ein Wortbruch ist nie Grundlage für den Frieden. Aber es geht gar nicht so sehr um die NATO-Osterweiterung. Kommen wir auf den Kern. Moment, es geht um den Kern. Das sind Kurzstreckenraketen an der Grenze einer Atommacht. Das ist ein solches Risiko, ein solcher Wahnsinn, dass man das nicht machen darf. Und darum geht es. Wird ja ständig immer dran vorbeigeredet. Wir dürfen nicht zulassen, dass immer mehr Kurzstreckenraketen ohne Vorwarnzeit, womöglich noch mit Atomraketen an der Grenze zu Russland stationiert werden. Das ist die große Sorge der Russen und da haben Sie völlig recht. Jetzt sind Sie von der Vergangenheit gleich in die Gegenwart gesprungen und sagen das, was sozusagen jetzt vielleicht gedacht wird, dass man nämlich in den baltischen Ländern, Herr Röttgen, in Polen und natürlich auch in den mittelosteuropäischen Ländern die NATO-Kräfte verstärkt. Wäre das also nach der Leseart die nächste Provokation? Nein, es war auch keine Provokation, sondern es war der Freiheits- und der Sicherheitswunsch eigenständiger, neu entstandener Staaten, die 1990 ja noch gar nicht existierten als eigenständige Staaten, wie die baltischen Staaten zum Beispiel, oder die Teil des Warschauer Paktes waren, wie Polen. Der Kollaps der Sowjetunion, des Warschauer Paktes, kam später. Es entstanden eigenständige, freie Staaten außerhalb des Militärbündnisses. Und die haben ein Bedürfnis gehabt. Nämlich sie suchten den Schutz vor Russland durch die NATO. Und was heute wäre, wenn Litauen, Estland und Lettland nicht NATO-Mitglieder wären, dann wären sie genau derselben Drohung ausgesetzt, vielleicht dem Krieg ausgesetzt, den heute Putin gegen die Ukraine führt. Widersprechen Sie da, das ist nämlich wichtig. Darum glaube ich, es geht gar nicht um wirklich kein Programm der NATO-Osterweiterung, sondern es geht um die freie Entscheidung neuer, freier Staaten, ihren Weg zu entscheiden. Und Sie wollten dem Verteidigungsbündnis angehören. Das ist ein großer Dissens zwischen uns. Ich stimme Ihnen bedingt zu. Zunächst muss man wird er schon kleiner. Einen Moment. Aber Sie würden niemals Kuba dieses Recht einräumen, dass Sie frei entscheiden könnten, welchem Bündnis Sie angehören, womöglich dort Raketen stationieren. Antworten Sie direkt. Sie würden niemals zustimmen. Wenn Kuba sich einem defensiven Bündnis anschließt, einem Verteidigungsbündnis, und das ist die NATO, die noch nie einen bedroht hat, dann spricht dagegen nichts. Herr Röttgen, also wenn Sie sagen, die NATO hat noch nie einen bedroht. Aber es ist immer Kuba. Bleiben wir doch mal in Europa. Bleiben wir doch mal bei Polen, bei Ungarn und Rumänien. Nicht die unbequemen Themen meiden. Sie sagen immer, die NATO habe noch niemanden bedroht. Die USA gehören zur NATO. Wir reden aber von der NATO. Wenn Sie ernsthaft sagen, die USA hätten noch nie jemanden bedroht. Wir reden von der NATO. Ich bin doch kein Verteidiger amerikanischer Außenpolitik seit 200 Jahren, sondern ich rede nur von der NATO, seitdem es sie gibt. Wir dürfen die Doppelstandards. Sie hat auch übrigens die deutsche Freiheit. Wir dürfen die Doppelstandards nicht endlos weiterführen, sonst werden wir nie zum Frieden beitragen. Wohin? Ich bin der Meinung, Entschuldigung, dass Putin ein Kriegsverbrecher ist. Ich bin aber auch der Meinung, dass Herr Biden ein Kriegsverbrecher ist. Das würden Sie nie unterschreiben, weil Sie Doppelstandards haben. Wo das Kriegsverbrechen begangen hat. Zum Beispiel den Irakkrieg. Sie müssen mir es ja gar nicht unterstellen. Wenn ich es jetzt tue, dann dürfen Sie es sagen, aber Sie müssen es mir jetzt nicht pauschal unterstellen. Gut, ich frage Sie dann, ist Biden ein Kriegsverbrecher? Oder sind US-Präsidenten jemals Kriegsverbrecher? Wir bleiben bei Biden. Joe Biden ist kein Kriegsverbrecher, selbstverständlich nicht. Bush auch nicht. Der Jüngere. Ist kein Kriegsverbrecher. Ja gut, dann brauchen wir nicht weiter zu reden. Rechtswidrigkeit ist ein Kriegsverbrecher. Es führt uns auch jetzt nicht weiter. Das ist jetzt Rechthaberei. Nein, wir stellen nur fest, wen Sie für Kriegsverbrecher halten. Es geht doch darum, was wir heute für eine Position haben. Und Sie haben doppelte Standards. Kein Beitrag zum Frieden. Herr Lafontaine, wir reden über Krieg heute. Wir haben jetzt Krieg.
Es wird jetzt getötet. Es gibt einen Aggressor. Und dann reden Sie über Kuba und über George W. Bush und die Vergangenheit. Es geht darum, was ist heute die Lage und was ist heute unsere Verantwortung. Wir können auch und sollten über unsere Fehler darüber reden. Aber darum geht es. Was tun wir heute, um diesen Krieg zu beenden? Genau, und wir tun nicht Punkt genug und alles. Und mit Pazifismus werden wir ihn bestimmt nicht beenden. An dem Punkt sind wir jetzt. Man könnte jetzt über die Geschichte reden. Wir reden über das, was man jetzt tun könnte, den Krieg zu beenden. Ich möchte gerne mit Ihnen über die Sanktionen sprechen, weil das auch unser Thema gerade war. Mhm. Und Sie fragen, wenn das so ist, wie wir es gerade analysiert haben, dass möglicherweise der Stopp eines Embargos jetzt dass diesen Krieg jedenfalls schneller beenden könnte, weil es zeigt, dass, Sie haben, glaube ich, geschrieben, Putin knickt ein. Warum macht das die Bundesregierung nicht? Also zunächst mal ist das genau der entscheidende Punkt. Man weiß nie die Zukunft. Manche in der Regierung sagen, ja, wenn ich wüsste, dass morgen kein Krieg mehr wird. Das ist das Wesen der Zukunft, dass wir sie nicht kennen. Aber man muss fragen, würde das System Putin so hart treffen, dass es möglicherweise zur Verkürzung des Krieges, zur Beendigung des Krieges einen wichtigen Beitrag leisten würde. Dafür spricht einiges, weil es natürlich die Lebensader ist, das wurde ja auch eben gesagt, der Export von Energierohstoffen, weil es die Währung destabilisieren würde, weil Staatsanleihen nicht mehr bezahlt werden könnten, weil keine Importe mehr finanziert werden können, wenn keine Devisen da sind. Alles das würde passieren. Das wäre ein systemischer Schock für die russische Volkswirtschaft. Und das würde einen Beitrag dazu leisten, dass die Unterstützung für diesen Krieg kollabieren könnte. Wissen tue ich das nicht. Aber es ist nicht auszuschließen. Es könnte sein. Und wenn man das nicht ausschließen kann, wenn es sein könnte, wenn es begründet anzunehmen ist, dann muss ich sagen, dann muss die Regierung alles tun. Und wir haben eben auch unter Hinnahme von Nachteilen, die man prognostizieren kann, in 3 Punkten, 4 Punkten, BIP-Reduzierung, aber wir haben Maßnahmen, um dagegen wirken zu können, soziale Härten auszugleichen, dann ist es unsere Verantwortung jetzt. Unser Land ist gegründet worden nach dem Krieg, nie wieder Krieg. Dann müssen wir jetzt das tun, weil es eine rationale Maßnahme ist, diesen Krieg zu beenden. Und eine erste Mal nicht kriegerische. Gehen Sie damit? Nein. Man muss ja immer alles bedenken, was man als Folge auslöst, wenn man solche Entscheidungen trifft. Und es geht ja nicht nur um Putin und Druck auf ihn auszuüben. Es geht zum Beispiel darum, dass wir als Politiker auch gehalten sind, die Interessen unserer Bevölkerung zu sehen. Und deshalb halte ich es für richtig, dass die Bundesregierung das ablehnt. Dass sie sagt, das machen wir nicht. Denn man würde eben Anstieg der Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen. Und man würde ebenfalls die jetzigen Preissteigerungen massiv ausweiten. Und das kann ich nicht einfach so sagen. Aber das wenn ist jetzt ganz interessant, weil wir eben über Menschen führen. Ja, bitte, und dann komme ich zum Ende. Das wäre die Frage, welche Maßnahmen würden Sie denn ergreifen? 2 Euro für Diesel. Ja. So, ich habe gestern noch mit einer Frau gesprochen, die eben ganz knapp ist und die Tränen in den Augen hat. Ich kann Sie haben ja gerade gesagt, die Rüstungsmaßnahme ist die falsche. Sie sagen jetzt, die Sanktionsmaßnahme, jedenfalls in diesem Bereich, ist die falsche. Wie würden Sie denn den Krieg beenden, wenn Sie es könnten? Es geht leider nur über Verhandlungen, das geschieht ja jetzt auch. Mhm. Putin verhandelt nicht. Doch, es geht jetzt über Verhandlungen. Wir haben ja auch einen gewissen Fortschritt. Es ist jetzt absehbar, dass gesagt wird, wir wollen also auf den Tisch legen, den neutralen Status der Ukraine, halte ich für richtig. Es wird gesagt, wir wollen Sicherheitsgarantien, das halte ich für richtig. Und es wird gesagt, was die Gebiete an die Krim angeht und eben den Donbass angeht, gibt es dann Volksabstimmungen und gibt es Regelungen. Also das hätte man... Darf ich das zu Ende führen? Sie fragen immer, ob Sie es zu Ende führen können und dann hören Sie aber dabei nicht auf. Nein, das Problem ist, dass Sie dann immer noch einen Punkt nehmen. Deswegen bleiben wir jetzt mal ganz kurz bei den Verhandlungen. Ich muss diesen 2 Punkten wirklich entschieden widersprechen. Der eine Punkt ist, Sie setzen den Fehler fort, den wir gemacht haben. Putin zu glauben, das, was jetzt scheinbar an Verhandlungen stattfindet, ist im Moment Kriegstaktik von Putin. Zu glauben, er wäre bereit, seine imperialen Ansprüche und Ambitionen aufzugeben, ist wirklich naiv. Wenn Sie das wirklich glauben, haben Sie nichts gelernt, muss ich wirklich sagen. Sie haben nichts gelernt aus dem, was er jetzt tut. Herr Röttgen, jetzt falle ich Ihnen ins Wort. Sie plädieren dafür, die Verhandlungen abzubrechen. Nein, die sollen stattfinden, aber ich finde, die sollen stattfinden. Ich finde, wir müssen sie nur realistisch bewerten. Das ist Kriegstaktik. Der zweite Punkt war, Sie haben eben von den Interessen des Volkes gesprochen gegen den Krieg und seine Beendigung. Ich finde das wirklich unter einem Aspekt
falsch und unter einem anderen empörend. Es ist falsch, weil die Beendigung dieses Krieges auch unser Interesse ist. Oder anders ausgedrückt, man stelle sich vor, Putin setzt sich durch. Dann haben wir einen gespaltenen Kontinent, der ist wieder gespalten. Dann haben wir permanent die militärische und die nukleare Drohung als Teil unseres Lebens. Das ist nicht das Interesse des Menschen, den Sie dort gesehen haben mit einem kleinen Einkommen. Und zweitens, diesem Mitbürger zu unterstellen und den Mitbürgern mit geringerem Einkommen zu unterstellen, dass sie nicht bereit wären, selbst mit ihrem geringeren Einkommen einen Beitrag zu leisten, dass nicht mehr die Babys sterben, weil sie erfrieren oder verdursten und nicht die Kinder sterben und den anderen die Arme abgeschossen werden. Das ist unglaublich. Wir haben nicht Menschen in unserem Land, in der Mehrheit, die so egoistisch sind. Die sagen, lieber, ich kann mir nicht 30 Euro leisten, dann sollen die doch lieber sterben. Das denken Deutsche nicht. So, jetzt ist Herr Lafontaine dran. Und das unterstellen Sie ihnen. Das empört mich. Als ich erfahre, was die Menschen denken über die permanenten Preissteigerungen, dass sie nicht mehr damit zurechtkommen. Und deshalb ist es richtig, dass die Bundesregierung das verhindert. Ich weiß nicht, warum sie da Probleme haben. Sind das für und ich Relationen? Muss Ihnen nochmal sagen, Menschen, es hat mich wirklich überrascht, dass sie tatsächlich Verhandlungen in Frage stellen. Das wie wollen wir denn überhaupt weiterkommen? Und Sie müssen, darf ich nicht ständig, bitte mich nicht ständig von zwei Seiten unterbrechen, das ist ein bisschen viel. Ich wollte Sie gar nicht unterbrechen, bitte, ich wollte nur etwas noch sagen. Putin hat Interessen. Und man muss die Interessen erkennen. Was ist es denn, das Interesse? Das Interesse ist, dass er aus dieser Angelegenheit, wo er sich verkalkuliert hat, wo er offensichtlich Schwierigkeiten hat, einen Ausweg findet. Sein Interesse ist imperiale Macht. Und deshalb muss man verhandeln. Wenn man das nicht tut, verlängert man den Krieg. Was wollen Sie zugestehen in der Verhandlung? Glauben Sie ihm denn? Glauben Sie seiner Unterschrift? Jetzt habe ich eine Frage. Ich muss noch mal, Sie beharren hartnäckig darauf, dass die Verhandlungen, die jetzt stattfinden, unsinnig sind. Nein, Herr Lafontaine, Sie haben nur Ihre Blauäugigkeit bei sich zurück. Aber Frau Maischberger will eine Frage stellen. Ich wollte gerne fragen, und zwar, weil Sie einer Frage mit Blauäugigkeit. Wer blauäugig ist, sollen unsere Zuschauer beurteilen. Ja, ich erlaube Die sind ziemlich gut in ihrem Urteil. Ich habe eine Frage vorhin gestellt, wollte gucken, ob wir ohne diese militärische Seite zu einer Lösung kommen. Sie sagen, man muss den Verhandlungen trauen. Möglicherweise gibt es die Verhandlungen, aber nur weil es militärisch gerade da ist, wo es ist. Sie haben eine Frage nicht beantwortet, die wir vorher gestellt haben. Glauben Sie, dass die baltischen Staaten, glauben Sie, dass Polen, wenn sie nicht Mitglied der NATO heute wären, in einer anderen Lage wären, Russland gegenüber? Sie wären sicherlich in einer anderen Lage, weil Russland, genauso wie die NATO, weiß, dass sie jetzt keinen Krieg, also keinen Luftkrieg mit Russland beginnen kann. So, das genauso heißt also, wäre Moment, die Ukraine Russland, ein Teil der... Ich möchte einfach nur mal wissen... Ja, Moment, lassen Sie mich doch mal wirklich mal ausreden. Genauso wäre also, weiß Russland natürlich, dass sie nicht jetzt ein NATO-Land angreifen darf. Das halte ich für völlig ausgeschlossen. So, jetzt bitte Ihre Frage. Ich habe noch eine zweite Frage. Warum hat Russland dann an der Grenze der NATO-Länder, den Baltischen und Polen, die eigenen Atomwaffen stationiert, nämlich in Kaliningrad? Machen die das aus reiner Selbstverteidigung, wenn in diesen Ländern keine Waffen auf Russland gerichtet sind? Russland ist eine imperiale Macht. Ah, doch. Ich habe nie was anderes gesagt. Sie haben schon mal meine Rede nicht gehört. Sie haben sich vorhin angesprochen. Bitte? Will es werden? Russland ist nicht imperial. Also, Russland ist eine imperiale Macht. Und die USA sind auch eine imperiale Macht, die eben um Kriege um Rohstoff- und Absatzmärkte führen. Und ehe sie jetzt dann nochmal widersprechen. Amerikaner bedrohen uns nicht mit Nuklearwaffen, aber Russland nicht, tut es. Ja, aber die Amerikaner bedrohen zum Beispiel Russland mit Nuklearwaffen. Nein. Und das. Ja, gut. Dann jetzt stellt sich auch noch die Abschreckung in Frage. Ja, die Abschreckung, aber es ist keine Bedrohung. Das ist Wladimir Putin. Sie verwickeln sich jetzt so sehr in Widersprüche, lieber Herr Röttgen. Natürlich bedrohen die Amerikaner Russland und umgekehrt mit ihren Raketen. Wir hatten bislang im Kalten Krieg das Gleichgewicht der Abschreckung. Und das hat dazu geführt, dass Kriege nicht geführt wurden. Das, was sich jetzt geändert hat, auch in dieser Periode, in der wir sind, Auflösung von Ordnung, besteht darin, dass erstens Wladimir Putin Kriege führt. Das gab es im Kalten Krieg nicht. Und die USA Kriege führen. In Europa Kriege führt. Europa. Bleiben wir mal da, wo wir leben. In Europa einen, nicht den ersten Krieg führt, Kriege führt. Und in diesem Krieg uns mit dem Einsatz der Nuklearbombe droht. Das ist die Realität heute. Und die geht nicht von den USA aus, sie geht alleine von Putin aus. Auch nicht vom russischen Volk, sondern von Putin und seinem System. Und darum muss unsere Politik sich dagegen richten, dass wir das beenden. Und dann können wir uns ja wieder mit den Amerikanern beschäftigen. Da stimme ich Ihnen zu. Ich bin gegen Angriffskriege, ich bin gegen Drohungen. Und übrigens, ich ohne bin das, gegen die was atomare die, was Bewaffnung Drohung nennen, Zeit meines Lebens. Nur, ich messe nicht mit zweierlei Maß. Es ist nicht zweierlei Maß. Denn das, was Sie Drohung nennen, ist der Schutzschirm für uns gegen Russland. Ja. Das ist Ihre Drohung.
Ich bleibe bei der Einigkeit, die Sie jetzt zum Schluss hatten, nämlich dass Sie die gefunden haben. Das ist ein tröstlicher Schluss. Ich muss Sie eine Sache doch noch fragen, Herr Lafontaine, weil Sie so ein langes politisches Leben jetzt gerade abrupt beendet haben. Sie waren Chef der SPD, Sie waren Chef der Linkspartei. Das haben Sie gerade hingeschmissen. Mit dem Erfolg, dass im Saarland die Linkspartei auf 2% sein. Können Sie nicht sagen, Sie haben das Amt aufgegeben? Können wir nicht normal Sprache pflegen? Also ich dachte, dass Sie da ja, bitte, gar nicht auch widersprechen können. Ich habe Sie unterbrochen, Entschuldigung. Sie haben das Amt aufgegeben. In beiden Fällen. Sie sind jetzt sozusagen ein langes politisches Leben, haben Sie mit einem Knall, kann man das so formulieren? Ist das bitte? Okay? Beendet. Sind Sie zufrieden mit der Art und Weise, wie dieses politische Leben jetzt erst einmal zu einem Ende gekommen ist? Nein, natürlich nicht. Ich hätte es mir ganz anders gerne vorgestellt. Aber ich bin eben über viele Jahre zum Ergebnis gekommen. Es gibt eben Vereinsmitgliedschaften und viele begreifen auch Parteimitgliedschaft als Vereinsmitgliedschaft. Mhm. Und es gibt eben eine gewisse Programmtreue. Wenn man die Programmtreue hat, die auch etwas mit dem Verhältnis zum Wähler zu tun hat, muss man sich entsprechend verhalten. Mhm. Und ich habe zum Beispiel war immer gegen Aufrüstung. Das heißt, ich wäre jetzt in großen Schwierigkeiten, wenn ich in der SPD wäre, bei diesem gewaltigen Aufrüstungsprogramm. Aber die waren ja in der Linken und die war ja auch gegen Aufrüstung. Ja, und die Linke beginnt jetzt eben, diese Position aufzuweichen. Aber entscheidend ist die andere. Vertretung der Arbeitnehmerschaft. Und sehen Sie, wenn eine Partei bei einer Bundestagswahl 5% Arbeiterstimmen kriegt. Ja. Als ich Vorsitzender war im Saarland, hatten wir 38% Arbeiterstimmen und 45% Arbeitslosenstimmen. Damals haben wir noch die Interessen dieser Leute vertreten. Heute sagen sie, sie vertreten sie nicht mehr. Und deshalb wenden sich die Wählerinnen und Wähler ab. Und das ist nicht ein politisches Programm, das ich unterstütze. Gut, am Ende sind Sie derjenige, der zwei Parteien dann verlassen hat. Also ja. der Querkopf der deutschen Politik. Können wenn wir Sie das so wollen, wenn Sie eben Programmtreue als Querköpfigkeit bezeichnen, nehme ich dies als Kompliment. Dann entgegen. Soll es so sein. Dankeschön, Oskar Lafontaine. Vielen Dank, Norbert Röttgen. So viel für heute.